Naja, der Ausdruck Black Friday, Schwarzer Freitag, bekommt eine ganz eine neue Bedeutung. Mit dem heutigen Tag wird Österreich als Folge einer Bankrotterklärung, einer politischen, in den Lockdown geschickt und noch dazu eine allgemeine Impfpflicht eingeführt. Beides hat die Politik immer wieder widersprochen, beides hat die Politik abgelehnt und heute wird es Realität. Ein Kanzler, ein Gesundheitsminister, die im Chaos ihres Dilettantendaseins versunken sind. Das Ergebnis ist wieder der Zwangslockdown und die logische Folge ist natürlich die Impfpflicht. Denn wie kann man bei einem allgemeinen Lockdown 5,7 Millionen Geimpften erklären, dass sie sich freiwillig den dritten Stich abholen sollen, wenn sie trotz ihrer Impfung im Lockdown verharren müssen? Und wie kann man 2 Millionen Ungeimpften erklären in dem Land, dass sie sich impfen lassen müssen, wenn sie ohne dies sehen, dass die ersten 2 Stiche nichts genutzt haben und sie auch im Lockdown sind? Das heißt, der Zwangslockdown hat zur logischen Folge die Impfpflicht und das ist demokratiepolitisch bedenklich und aus meiner Sicht auch nicht evidenzbasiert. Du bist wütend. Ich bin wütend, ich bin seit 20 Monaten wütend, denn die Regierung hat das, was wir beide, lieber Wolfgang, sehr oft in Fellner Live jeden Dienstag vertont haben, nämlich du wie ich, das Hochfahren des Gesundheitssystems die letzten 20 Monate gänzlich versäumt. Wir haben kein einziges Spitalsbett mehr geschaffen, kein einziges Intensivbett mehr geschaffen und nun schrammen wir wieder an der Belastbarkeit eines zu Tode gesparten Gesundheitssystems. Die Regierung hat auf die Impfung gesetzt, als alleinigen Gamechanger, muss jetzt erkennen, dass das eben nicht zu einer Wende gebracht hat. Die Regierung hat auf die Lockdowns als alleiniges Hilfsmittel gesetzt, muss zur Kenntnis nehmen, dass das auch nichts gebracht hat. Und nun reihen wir uns neben Tadschikistan, Kasachstan, Pakistan, Saudi-Arabien, Tunesien, Ägypten als Vorzeigedemokratie Europas mit einer allgemeinen Impfpflicht ein. Denn das sind genau jene Länder weltweit, die bisher eine Impfpflicht eingeführt haben. Gerald, du bist ja ein heftiger Gegner aller Lockdowns. Du bist nämlich auch ein heftiger Gegner dieses Lockdowns. Was hätte denn passieren müssen statt dem Lockdown? Was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre aus meiner Sicht eine sogenannte 1G-Regel gewesen, und zwar die gesamte österreichische Population, das Volk, 8,6 Millionen Menschen, regelmäßig verpflichtend testen, um ihnen somit den Freiraum in der Gesellschaft zu geben, und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 3-mal muss sich jeder Bürger in der Woche testen, mit den Antigentests, denn das PCR-Chaos, darüber brauchen wir uns heute nicht mehr auslassen, und dann hätten wir die Infizierten lokalisieren können, sie auch in die häusliche Quarantäne bringen können und den Rest der Menschen in Freiheit belassen sollen. Nach 20 Monaten hätte man das Gesundheitssystem hochfahren müssen, weil man gesehen hätte, dass das Gesundheitssystem an den Rande des Ruins gebracht wird. Und der dritte Punkt, wenn wir heute nach Dänemark oder nach Schweden blicken, die wunderbare Zahlen haben, vor allem der Schweden, dann hat sich der Weg der Eigenverantwortung und der Selbstbestimmung, der freiwillige Weg, gelohnt, während die Zwangsautokratie in Österreich zum 4. Mal in einem Chaos endet. Und dann bist du heftiger Gegner der Impfpflicht. Da muss man jetzt natürlich sagen, lieber Gerald, was sollen denn die Politiker sonst tun, wenn sich die Österreicher einfach nicht impfen lassen und wenn damit immer diese Neuinfektionen immer mehr explodieren? Ja, Wolfgang, schau, du bekommst ja die Presseaussendungen des Landespressedienstes Kärnten, der einzelnen Krankenanstalten, genauso wie ich auch. Du liest sie auch. Wir haben mittlerweile die gegenderte halbe Politik in unseren Spitälern eingeführt. Auf den Normalstationen haben wir halb Geimpfte, halb Nicht-Geimpfte. Das heißt, wir haben leider das Problem, dass die Garantieerklärung der Politik und der Experten vom Frühjahr des Jahres, die Impfung ist der Gamechanger. Die Impfung ist das Allheilmittel, das ist das Wundermittel, dass das halt nicht stimmt. Jetzt haben wir natürlich die normale Pandemie der Ungeimpften, die haben wir zweifelsohne, und dazu kommt die Pandemie der Geimpften. Und das ist der Irrsinn, dass in Wahrheit dieser Gamechanger, der ist jetzt nicht giftig und wir brauchen keine Horrorgeschichten da jetzt verbreiten, das ist absolut unnötig, das verängstigt nur noch mehr. Aber wir müssen erkennen, dass die Wirksamkeit eben nicht so war, wie es uns Venisch, wie es Ugo Sahin und uns alle erklärt haben.